Neues Jahr, neue Trends. Welche das 2024 sind, von elegant bis kurios, in welche es sich zu investieren lohnt und welche Trends du vielleicht sogar schon mit den Sachen umsetzen kannst, die du ohnehin schon im Kleiderschrank hast, um all das geht's jetzt. Herzlich willkommen zum ersten Video in diesem Jahr. Und für alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Modestil und bewusstes Shopping. Ja, und heute schauen wir uns mal an, welche Modetrends uns in diesem Jahr erwarten. Dafür habe ich mir die Fashion-Shows von den großen Designern angesehen, ich habe sämtliche Modezeitschriften durchforstet und ich habe mir natürlich auch angeschaut, was auf TikTok, Pinterest und Co. so trendet, um die wichtigsten Trends für dich zusammenzufassen. Also legen wir direkt los. Schon seit einigen Jahren begleitet uns der Scandi-Girl-Style. Und dieses Jahr dürfte er so richtig durch die Decke gehen. Dieser Kleidungsstil ist inspiriert von skandinavischen Frauen. Er ist sehr lässig, sehr minimalistisch und doch elegant. Und dieser Style wird mittlerweile weltweit gefeiert. Mittlerweile schon ähnlich wie der Stil von Französinnen. Ich weiß nicht, wie viele Billionen Beiträge es zum Hashtag French Chic mittlerweile gibt, aber der Scandi-Style, der ist heutzutage eigentlich fast schon auf Augenhöhe mit dem French Chic. Von welchem wir uns dann am Ende mehr inspirieren lassen wollen, ist natürlich Geschmackssache. Aber auf jeden Fall zeichnet sich das Scandi Girl Style durch klare Linien, durch Einfachheit aus. Oft gehört zu so einem Outfit mindestens ein lässiges Oversize-Teil dazu. Die Farben sind meist neutral, also weiß, grau, schwarz, beige, gelegentlich auch vielleicht Pastelltöne. Übrigens, welche Farben dieses Jahr im Trend sind, das schauen wir uns in diesem Video auch noch an, aber dazu kommen wir später. Die Kleidung von skandinavischen Fashionistas ist oft sehr langlebig, von hoher Qualität und weil die Kleidung im Scandi-Style ja so minimalistisch ist, kann man sie auch unabhängig von den aktuellen Trends sehr lange tragen, was das Ganze eben auch ein Stück weit nachhaltig macht. So, und jetzt gibt's eine gute Nachricht für all diejenigen, die Outfits im androgynen Oversize-Look nicht mehr sehen können. Denn, Ladies, Achtung, der feminine Kleidungsstil kehrt endlich zurück als Trend. Sich von Kopf bis Fuß ganz weiblich und körperbetont zu kleiden, das war in der Modebranche jetzt über mehrere Jahre hinweg schon fast verpönt. Also in den Outfits von Modeprofis waren fast immer irgendwelche maskulinen Elemente, Oversize-Teile oder auch irgendwelche Kuriositäten. Das alles bleibt auch nach wie vor bei uns, aber es ist eben auch das Gegenteil möglich. Ein gutes Beispiel ist die jüngste Fashion Show von Chanel. Die Looks sind da ganz besonders weiblich, also kein XXL. Gut, dafür war Chanel ohnehin nie bekannt, aber trotzdem ist mir hier sofort aufgefallen, dass die Passformen besonders tailliert und klassisch sind und das Mäntel wieder figurbetonter und auch wieder kürzer sind. Bisher waren ja vor allem Maxi-Längen angesagt. Also die Trends in diesem Jahr sind deutlich ausbalancierter. Wer will, kann sich feminin kleiden. Das war natürlich auch bisher möglich. Nur jetzt ist es eben auch offiziell im Trend und sagen wir mal damit auch modisch legal. Der nächste große Modetrend 2024 sind Poloshirts. Bei Marken wie Lacoste oder Ralph Lauren waren sie natürlich nie weg, aber jetzt werden wir sie eben immer häufiger zu sehen bekommen. Vor allem solche Rugby-Poloshirts feiern ein ganz großes Comeback. Zu sehen sind sie in den neuen Kollektionen von Louis Vuitton oder Dries Van Noten beispielsweise. Aber es gibt auch solche Rugby-Poloshirts auch bei günstigeren High-Street-Marken. Eine Auswahl meiner Favoriten verlinke ich euch auf meinem LTK-Profil. In den letzten Jahren war ja der Preppy-Style sehr präsent, also dieser Stil, mit dem wir sofort britische Elite-Schüler oder Studenten von Elite-Unis assoziieren. Ich selbst liebe ja diesen Style und freue mich daher sehr, dass er in diesem Jahr wieder zu den ganz großen Trends gehört. Nicht weit vom Preppy-Stil ist auch Quiet Luxury. 2023 ist er ganz groß zelebriert worden und viele Modeprofis prognostizieren, dass Quiet Luxury auch dieses Jahr bei uns bleibt und vielleicht sogar eine noch größere Bedeutung haben wird als letztes Jahr. Also nochmal in Kürze, Quiet Luxury ist der Stil, bei dem es darum geht, auf dezente und, wie der Name eben schon sagt, stille Art und Weise Luxus zu präsentieren. Also das ist das absolute Gegenteil von Logomania oder auch schreiendem Dopamin-Dressing zum Beispiel. Quiet Luxury-Teile sind besonders hochwertig, langlebig, zeitlos, sodass man sie geradezu ein ganzes Leben lang tragen kann. Und das macht diesen Stil auch nachhaltig.
Ein großer Schuhtrend, der uns 2024 erwartet, ist eigentlich ein ikonischer Klassiker, nämlich Ballerinas. Die feiern in der Modewelt ein ganz großes Comeback. Das Tolle ist, Ballerinas sind bequem, sie sind elegant und sehr vielseitig und sie lassen sich zum Beispiel mit Jeans ideal für den Alltag stylen, aber auch genauso gut passen sie zu besonderen, schickeren Anlässen. Wer also keine Lust hat auf High Heels, aber seine Füße trotzdem elegant verpacken möchte, für den sind Ballerinas also die perfekte Wahl und sie liegen eben 2024 auch total im Trend. Während der Pandemie und der ganzen Homeoffice-Zeit waren ja kuschelige Jogginganzüge, bequeme Loungewear angesagt. Viele haben das auch auf der Straße getragen, zum Beispiel in der Kombination mit einem Mantel. Und irgendwann hatten dann doch viele ein bisschen Sehnsucht nach den klassischen Business-Looks. Und die gehören jetzt zu den ganz großen Modetrends 2024. In einer schicken Weste oder einem kompletten Anzug kann man neuerdings nicht nur ins Büro gehen, sondern auch tatsächlich zu Partys. Denn Anzüge, Blazer und Hemden erleben gerade eine modische Renaissance. Meistens ist da so ein Hauch Nuller Jahre in den aktuellen Designs erkennbar. Blazer werden zum Beispiel in teilweise XXXL-Varianten gezeigt, wie zum Beispiel bei Balenciaga. Und ganz interessant, der Bleistiftrock, der feiert ebenfalls ein Comeback. Den kann man ganz klassisch im Kostüm tragen oder er lässt sich auch mixen mit Teilen aus anderen Stilrichtungen. Übrigens, eine wissenschaftliche Studie hat gezeigt, dass das Tragen von formellen Business-Outfits das abstrakte Denken fördert und damit auch die Kreativität und die strategischen Fähigkeiten. Also Kleider machen eben doch Leute. Große Taschen sind nicht nur praktisch, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Riesentrend in diesem Jahr. Die XXL-Taschen sind zurück und dominieren die Laufstege, aber auch den Street-Style der Modemetropolen. Und das Tolle, die übergroßen Taschen bieten ausreichend Platz für alles, was Frau den Tag über so benötigt, vom Laptop bis hin zum Make-up-Set, also ein idealer Begleiter im Alltag. Wichtig ist natürlich, die Größe der Tasche mit den eigenen Körperproportionen abzustimmen. Denn gerade zierliche Frauen, die vielleicht so 1,50, 1,60 groß sind, die könnten von so einer riesigen Tasche optisch erschlagen werden. Und da ist es eben sinnvoll, eine in Anführungsstrichen normale Tote-Bag oder eine nicht allzu große Klatsch zu wählen, wohingegen kurvige Frauen mit besonders großen Taschen optisch sogar ein paar Pfunde kaschieren können, sofern sie es denn wollen. Eine Style-Kombination, die diesen Winter besonders gefeiert wird, sind Reiterstiefel und Leggings. Diese Kombi lässt sich zum Beispiel sportlich stylen mit einer Bomberjacke, aber genauso gut funktionieren Stiefel und Leggings in einer eleganten Variante mit Blazern. Das ist ein aktueller Trend, den sicher viele von uns aufgreifen können, ohne dafür extra shoppen zu müssen, denn eine Leggings und kniehohe Stiefel, die haben sicherlich die meisten von uns schon in der Garderobe. Trends entstehen ja mittlerweile nicht nur durch das, was in Fashion-Shows gezeigt wird oder was bekannte Modezeitschriften als Street-Style feiern, sondern heutzutage hat beispielsweise auch TikTok einen großen Einfluss darauf, was zum Trend wird. Das Publikum auf TikTok ist ja bekanntlich sehr jung. Für die Zielgruppe dort sind beispielsweise die Nullerjahre schon retro und die 80er sind für diese Generation entsprechend etwas komplett Neues und Erfrischendes. Das heißt, dieses Jahr erwartet uns vieles aus der 80er-Jahre-Mode, zum Beispiel Schulterpolster. Auch das ist für die junge Generation Z ein absolutes Novum. Die 80er gehören als Stilrichtung zu den großen Trends in diesem Jahr. Ein weiterer großer Vintage-Trend 2024 ist der Grandpa-Style. Also wer hätte gedacht, dass wir uns mal bei unseren Großvätern Modetipps holen können? Sänger und Fashion-Ikone Harry Styles tut das ganz offensichtlich, denn er zelebriert diesen Stil jedenfalls schon länger. Auch Frauen greifen ihn immer wieder auf und der Grandpa-Style ist eben sehr bequem, hat einen Hauch von Vintage-Charme und denken wir dabei an karierte Muster, an Tweedstoffe, an Korthosen, Strickjacken oder klassische Hüte. All das wird aufgegriffen bei diesem Stil und eben modern interpretiert. Dadurch entsteht ein auffälliger, individueller und doch irgendwie vertrauter Look. Das Schöne ist an diesem Trend, er ist für alle zugänglich, ganz egal, ob wir uns für einen vollständigen Grandpa-Look entscheiden oder nur einzelne Elemente in unsere Garderobe integrieren. Wenn du den Grandpa-Style für schräg hältst, dann warte mal, was als nächstes kommt. Die Wrong Shoe Theory, zu Deutsch falsche Schuhtheorie. Und die ist wirklich wörtlich zu verstehen. Denn die besagt, dass wir zum fertigen Look den Schuh aussuchen sollen, der am allerwenigsten passt. Klingt verrückt,
Ist es aber gar nicht, denn diese Styling-Methode wird seit dem letzten Sommer groß auf TikTok gehypt, aber im Prinzip ist das nichts Neues. Modedesigner und Stars setzen schon lange und vermutlich unbewusst auf die Wrong Shoe Theory, um ihre Outfits interessanter und aufregender zu machen. Denn dadurch entsteht ein interessanter Stilbruch, zum Beispiel zu einem fließenden Kleid keine zarten Sandalen, sondern klobige, sportliche Sneaker. Zu einem Anzug keine feinen Loafer oder Pumps, sondern Zehentrainer-Sandalen. Und weil eben alles, was auffälliger und kurioser ist, von der jüngeren Generation gefeiert wird, bleibt dieser Trend der Wrong Shoe Theory auch in 2024 erhalten. So, und jetzt kommen wir mal zu den Trendfarben in diesem Jahr. Wenn du übrigens zu diesem Thema mehr wissen willst, dann schreib mir das in die Kommentare. Dann mache ich auch gerne nochmal ein eigenes Video zu dem Thema. Aber jetzt mal in Kürze. Eine der großen Trendfarben 2024 ist Violett bzw. Lila. Diese Farbe bekommen wir in den Frühjahr- und Sommerkollektionen sehr häufig zu sehen. Das Schöne ist, dass Lila ja schon vor ein paar Jahren zur großen Trendfarbe erklärt wurde und dementsprechend viele von uns schon etwas Lilafarbenes in der Garderobe haben. Auch Rosa kehrt zurück und zwar in allen Farben, ebenso Pastellgrün. Auch das hält Einzug in die Kollektionen der nächsten Saison, genau wie Babyblau oder auch Sonnengelb. So, und das war's auch schon wieder. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir unbedingt einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut!